Servus Bernhard, um was geht's heute? Tja, Männer und Frauen. Genau. Gut, das Thema ist so ausufernd, da könnte man wochenlang drüber bloggen. Vielleicht wird das auch eine Rubrik, Männlein versus Weiblein. Aber was mir jetzt in letzter Zeit ein wenig aufgefallen ist, eigentlich fast schon aufgestoßen ist, das sind diese Sprüche, die ich zurzeit überall sehe, ja, also aus denen geht irgendwie hervor, als Mann kannst du einer Frau nie was recht machen. Da muss ich aber sagen, das ist dann aber auch kein Wunder, warum wir Männer sagen, und wenn wir es eh nicht recht machen können, dann machen wir gleich, was wir wollen. Dann können sie sich wenigstens mit gutem Grund beschweren über uns, ja, die Mädels. Aber wenn ich dann irgendwelche Sprüche so sehe, so von wegen, ja, es braucht zwar nur einen Mann, um ein Kind zu machen, aber einen richtigen Kerl, um das Kind zu erziehen. Sorry Mädels, wir spitzen uns das nicht irgendwie raus, ein Kind. Also das fällt uns nicht beim Laufen sozusagen aus der Hose. Ja? Da gehören auch immer zwei dazu und ihr solltet mal vielleicht auch bei solchen Sprüchen eure Seiten mit in Betracht ziehen. Die ist ja auch nicht unbedingt immer völlig unschuldig. Klar, ist natürlich einfacher, wenn man sozusagen den Sündenbock gefunden hat, auf den kann man dann zeigen, so, der war's, der Mann, ich nicht. Hätte ich keine Titten, wäre ich nicht interessant. Und wer ist schuld? Der Mann! Wären die Männer nicht programmiert drauf, sozusagen jedem Weiberrock hinterherzulaufen, würde ich auch endlich meinen kriegen. Wer ist schuld dran? Der Mann! Ja? Also das geht einfach so ein wenig auf den Senkel. Ja, vor allem wenn es dann darum geht, dass halt viele von euch, sorry, ausgemachtes Fable dafür haben, sich wirklich immer sozusagen als Deppenmagnet zu profilieren. Ah, seid ihr aber nicht die Einzigen, ja? Wir Männer schaffen das auch, dass wir uns irgendwie immer die falsche Tussnelde ans Knie schrauben. Nur wir jammern da nicht ganz so schlimm drüber. Gut, kann man natürlich jetzt wieder sagen, ja, aber ihr habt da nicht die Kinder am Hals. Moment einmal, hättet ihr euch den Typen länger angeschaut und euch nicht dafür entschieden, mit dem ein Kind zu bekommen? Hätte euch im Endeffekt sozusagen das Problem nicht irgendwie das Leben versaut. Ja. Da wäre es dann sozusagen besser aus der Sache rausgelaufen. Ne? Ihr jammert immer, die Männer sind so eine Arschlöcher. Eure Männer sind so eine Arschlöcher. Mal drüber nachgedacht, ihr sucht euch immer genau auch diese Typen aus, die Arschlöcher sind, und dann jammern. Meistens dann bei den Männern, die eigentlich was taugen würden und die eigentlich auch was von euch wollen würden, die aber halt keine Arschlöcher sind. Aber die werden dann sozusagen geistig kastriert und sind dann, auf Deutsch sagt, nichts mehr als die beste Freundin, bei der man sich dann ausheulen kann über das Arschloch, das einen jetzt gerade wieder ja verarscht, gefickt und verlassen hat. Ist zwar jetzt hart gesagt, aber wir sind auch nicht blöd. Ja? Entschuldigung, wenn wir die Chance haben, irgendein Dummtruller sich flachlegen lässt, ohne groß irgendwie Vorleistung zu bringen, ohne irgendwie großartig vorher auf gut Deutsch gesagt, ja, seinen Mann zu stehen, ja, und wir uns danach dann sagen, okay, ja, war wieder ein gutes Mittagessen, jetzt gehe ich erst einmal, bezahle und dann gehe ich, damit ich nicht noch vom Restaurant rausschmeiße, einen auf den Deckel kriege. Tja, sorry, aber da seid ihr ja selber schuld dabei. Ja, also, wenn man es falsch macht, macht man es einfach falsch. Da kann euch keiner helfen dabei. Aber nicht dann jammern und die Schuld wieder auf die Männer schieben. Vielleicht einmal an den Ursachen ein wenig
ja, sozusagen Grundlagenforschung betreiben. Warum sind eure Männer eigentlich immer so eine Arschlöcher? Weil sie merken, dass es geht, wenn man Arschloch ist. Ich merke es oft genug. Bin ich unfreundlich? Komischerweise klappt es besser. Warum auch immer? Ja? Scheinbar sind wir doch nicht so weit vom Affen weg. Ja, das berühmte Alpha-Tier, ja, der, wo die anderen alle unter sich am Pavianfelsen sitzen hat, weil er ihnen alle auf den Kopf scheißt. Und weil sie so blöd sind und lassen sich von ihm auf den Kopf scheißen, anstatt dass sie ihn runterholen von seinem Felsen. Nee, machen sie nicht. Ja, haben sie irgendwie Muffensausen oder was weiß ich was. Und ihr seid dann diejenigen, die wo dann unten hocken und dann raufstarren und so: Ach, so ein tolles Männchen. Und wenn er euch dann auf Deutsch gesagt benutzt hat: So ein Arsch! Warum haben wir die nur dahin gewählt? Ach, Männer sind eh an allem schuld, alles ist scheiße. Jetzt habe ich auch noch den Schratzen an der Backe und der hat sich verpisst und das ist schon der vierte, den er sozusagen produziert hat. Ja, solche Weiber gibt's. Ja, die lassen sich von, weiß nicht, drei verschiedenen Männern drei Kinder anhängen und dann jammern sie rum, dass Männer alle so schlecht sind. Sorry, aber Trulla, du bist hier die Blöde. Nicht die Männer. Die Männer haben das schlau gemacht, haben sie verzogen, bevor sie im Endeffekt dich an der Backe hatten. Ja, nämlich für ihr Leben. Da zahlen sie lieber. Kann ich sie ganz, ganz gut verstehen. Ja? Gut, bevor das jetzt hier noch weiter ausartet, machen wir jetzt erst einmal Schluss, wenn mir noch was einfällt. Ach ja, doch, das war eigentlich sozusagen der Auslöser des Ganzen. Habe ja schon mal in einem Videoblog geschrieben gehabt, ne? Also diesen Spruch von wegen, ja, also im englischen Original bringe ich ihn jetzt nicht zusammen, aber sozusagen sinngemäß übersetzt hieß es dann so: Was bist du für ein Arschloch? Ich schreibe dir einen elendslangen Text und nach 40 Minuten kommt lapidares Okay zurück. Sag mal, brauchst du es auf die Fresse? Das habe ich das letzte Mal schon erklärt, warum das so ist. Das ist Selbstschutz von Männern. Ja? Also auch da nicht beschweren, sondern die Ursachen vielleicht einmal überdenken. Nicht auf die Symptome run auf den Symptomen rumreiten und sagen, ja, Männer sind alle scheiße, sondern warum verhalten wir uns eigentlich so? Dann würdet ihr das Ganze ein wenig besser verstehen. Was soll ich machen? Ja? Wenn ich aus der ganzen Sache lernen will, ich als Mann, mir bleibt nichts anderes übrig, um auf Deutsch gesagt meinen Spaß zu haben. Bei Beziehung und so. Da habe ich jetzt nicht unbedingt so optimistische Aussichten vor mir, denke ich mal. Ja, also muss ich irgendwie anders da schauen, dass ich nicht ständig auf Handarbeit laufe. Also muss ich genau das machen, was sozusagen bei euch Mädels der Trigger ist, den man drücken muss, damit man bei euch landen kann. Man muss ein dummes Macho-Arschloch sein. Wenn ihr da mal dann irgendwann einmal drüber nachdenkt und stellt fest: Eigentlich hat er recht. Suchen wir uns mal die anderen Männer aus. Dann werden sich auch die Männer verändern. Das ist jetzt eine Prophezeiung, die ich euch jetzt sozusagen mal in den Raum stelle. Da könnt ihr drüber nachdenken. Wenn ihr an den Männern was verändern wollt, müsst ihr euch die Männer aussuchen, ja, die ihr haben wollt. Die das sind, was ihr immer sagt, dass ihr an einem Mann schätzt. Nicht die Männer, die genau das Gegenteil sind, weil die Sache mit dem Umerziehen, das funktioniert nicht. Okay, Mädels, also vielleicht habe ich jetzt der einen oder anderen einen Denkanstoß geliefert. Sicherlich werden jetzt einige dabei sein, die jetzt Zeto und Mordio schreien werden. Ja, schau hin, das dicke, langhaarige Arschloch, er macht uns alles kaputt hier, scheiß Emanzipation und so weiter und so fort. Tja. Ganz ehrlich, ihr hättet keine Emanzipation nötig, würdet ihr anfangen, wie vernünftig denkende Menschen zu agieren. Das war's dann. Verzeih.